So, Mucke am Machen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das sind mir eigentlich so die liebsten Bilder hier. Du kommst rein in ein, ich nenne es mal so, angestaubtes Dorf und alles ist plötzlich fertig. Aber ist es nicht alles fertig, also das Rathaus wurde hier nicht abgedatet etc. Was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet bei der oder vor der bestehenden Liga, Helden machen, Leute. Tut euch und euren Clan-Kollegen, Clan-Kameraden, Clan-Leadern bitte den Gefallen und macht keine Helden während der Liga-Woche. Ich meine, es sind jetzt noch ein paar Tage hin. Wir haben jetzt heute den, was haben wir denn eigentlich, 28. Ne? Wir haben den 28. Okay, Liga naht mit harten Schritten. 29, 30, 31 fängt also am Samstag dann an. Und bis dahin sollten alle Helden fertig sein. Ihr solltet, ich sag mal so, genügend Tränke haben, wenn ihr in so einer Liga-Woche boostet. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich mache das nur manchmal. So ein Boost lohnt sich natürlich vor allen Dingen dann, gerade Helden und Truppen, wenn ein Ligatag ausläuft und der nächste Ligatag fängt an. Aber bitte, 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 Leute, habt alle Helden da. Das gilt auch für meine Leute in den verschiedenen Clans. Ich versuche die jetzt ja schon zu sortieren. In die verschiedenen Clans hier. Uschi ist, glaube ich, im Clan Totus Bande. Ja, da wollte jetzt aber noch niemand rein. Das ist der Clan hier für die Rathäuser 8 bis 10. 8 ist schon fast ein bisschen klein, aber 9 bis 10, glaube ich, wäre dort angebrachter Town Hall. Ich mache das mal, das kann man wieder so toll editieren. Ja. Das ist auch doof, ne? Diese Editierfunktion bei Clash of Clans, dass du hier unten eigentlich alles wegmachen musst. Ich habe mir mal sagen lassen, das geht auch anders. Das geht auch anders. Ich glaube, man kann das anders machen, wenn man das Ding hier, das Pad hier in so eine Docking Station stellt. Ich habe auch so ein Ding von Logitech und das da tippt. Ich glaube, da kann man den Cursor dann nehmen. Dann mache ich das lieber so. Muss ich sowieso mal entstauben, das Teil. Naja, aber ich habe hier die Uschi auch schon länger jetzt nicht mehr angefasst. Ihr seht das auch. Keine Liga und die letzte Attacke liegt auch schon 22 Tage, eine Stunde zurück. Dazwischen war womöglich die Liga. Auch Uschi hat ein paar Medaillen gekriegt. Ist ja ganz schick. Ist ja ganz schick, ist gut. Ich sollte mal ein paar ausgeben. Ne? Ich sollte mal ein paar ausgeben. Sehe ich jetzt gerade. Okay, da ballern wir hier unsere Queen erstmal hoch, würde ich sagen. Nehmen wir mal einen Hammer. Hammer geht ja noch, aber alles andere, Bauzeit 4 Tage, das geht im Moment nicht. Und dann nehmen wir die noch ein Level hoch. Dann geben wir hier endlich was auf. Mal sehen, ob ich noch so das ein oder andere Gebäude hoch mache. Aber ich habe jetzt auch mit diesen Accounts hier überhaupt nicht gewechselt. Also entstaubt eure Accounts, kommt hier nach Totus Bande, Rathaus. Also haltet euch dicht daran, 8 bis 10. 9 bis 10 ist schon ganz gut. Kleine Elber nehme ich auch gerne hier. Also bewerbt euch ruhig hier und fragt hier an. Wenn euch niemand annimmt, im Moment bin ja so ziemlich nur ich und der Mini-Spark da, dann sag kurz einfach im Discord Bescheid oder wo auch immer und Comment unter dem Video. Irgendwo sehe ich das dann schon immer, wenn jemand anfragt und sagt, Mensch, lass mich mal rein. Dann kann man so auf jeden Fall reagieren. Ja, sehr schick. Und jetzt habe ich natürlich hier mit Uschi auch so gut wie gar nichts gemacht. Das heißt, ich muss mich auch erstmal orientieren. Oh, da ist auch richtig was drin hier. Donnerwetter. Aber ich glaube, ich bin noch am Rathaus 9 nachmachen. Das heißt also, Bogenschützenturm geht jetzt noch einen hoch. Und auch, ich glaube, ich habe noch eine goldene Kanone. Ne? Ja, ich habe noch eine goldene Kanone hier. Die geht auch hoch. Das sind erstmal die Sachen, die ich noch von Rathaus Level 9 nachmachen muss. Alle anderen Sachen, glaube ich, Infernus und so habe ich. Und ich habe auch, glaube ich, eine geeignete CK-Base. Ja, ich habe auch eine ordentliche CK-Base. Auch da sollte man immer nachgucken. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in dieser Periode zwischen letzter Liga und anstehender Liga sein Rathaus abgedatet hat, dass man auch auf dem Feld die passende Base hat. Also alles nur so kleine Tipps, die ihr sowieso kennt. Anfordern brauche ich hier nicht. Ich kaufe. Kaufe ich tatsächlich. Warte mal, ich guck mal gerade, was wir hier machen können. Ja. Wir kaufen aber anders. Wir kaufen ein wenig anders. Denn hier muss ich auch noch ein bisschen üben.
also mal wieder auf die kleinen Accounts gesprungen, aber meistens spiele ich die kleinen Accounts halt dann eher fast nur, wenn Ligawoche ist oder manchmal, aber auch eher selten. Ich glaube, der Potti ist auch sehr voll. Ja, da gehen auch nur 16 rein, ne? Ne, 14, 14 waren das, ja. Da ist es dann so, dass ich die dann in den Livestreams manchmal bespiele und da werden wir auf jeden Fall wieder, vermutlich auch wieder ein bisschen mehr machen, mal sehen, ob wir uns da wieder täglich hinsetzen und täglich ein bisschen Liga spielen. Okay, gehen wir rein hier in die Suche. Also einfach nur, das solltet ihr auf gar keinen Fall machen und das solltet ihr in jedem Fall machen. Ich meine, es sind ja gar nicht mal so die Tipps und Tricks, aber es wird auch immer gern vergessen. Supercell hat heute darauf hingewiesen, dass ihr euch auch die Clanspiel-Rewards abholt. Oh, die ist ja, ist auch ein Neuner, ne? Aber egal. Oh. Heißt ja nicht, dass wir den jetzt wegmatchen, ne? Was haben wir denn eigentlich? Wir haben irgendwas mit Queen Walk, ne? Ja. Oh, entschuldigt bitte. Oh, das ist schon wieder so laut. So ist, glaube ich, besser. So, lassen wir den erstmal ein bisschen 1-2. Ja. Schade, schade, schade. Aber macht nichts. Wir kriegen noch eine Luftabwehr, denke ich mal, und einen Luftfeger. Dann müssen wir allerdings gleich gegen den Feger rein. Was sicherlich auch nicht so schlau ist, muss aber hier jetzt aufpassen. Tesla fällt noch. Mal gucken. Es wäre jetzt ganz schön, wenn die Queen rübergehen würde. Macht sie auch. Sehr schön. Da ist der Feger. Dann gehen wir hier mal weiter, dass die da weitergeht. Perfekt. Sehr schön. Und dann können wir eigentlich können wir hier mit dem Lalo schon ansetzen. 1, 2, 3. Nehmen wir den hier ruhig mit drin. Und dann haben wir hier den Hund. So ein bisschen müssen wir aufpassen beim Flächenschaden. Aber so dolle ist er jetzt auch nicht. Nächster Hund nehmen wir hier noch mit rein. 1, 2 nochmal. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Hier können wir ein bisschen Cleanup setzen. Sonst haben wir ein kleines Zeitproblem. Und meine Hunde platzen auch nicht und mein Ballon geht auch nicht auf. Ja, war halt ein Rados 9. Ohne Clanburg, ohne alles, aber ich meine, er hatte ja noch geladene X-Bögen. Also so ganz leer war es denn doch nicht. Dann nehmen wir den zur besseren Verständlichkeit, beziehungsweise dass ich gleich eine vollständige Armee habe. Ich mache noch einen zweiten Angriff, also ein bisschen Farm tut ja auch mal ganz gut mit den etwas kleineren Rathäusern hier. Die Heldenzündung muss man auch nicht machen, wenn man sie auf automatisch stehen hat in den Settings. Solltet ihr auch vielleicht mal nachgucken. Da ist man dann vielleicht in der Liga anders, dass man sagt, in der Liga habe ich die auf automatisch, aber wenn ich farme, mache ich das bitte, bitte lieber selber. Und müsste das natürlich eher eigentlich auf Rathaus 12er üben. Jetzt passt natürlich das gar nicht. Ist aber nicht schlimm, ich nehme die Clanburg jetzt nicht nochmal neu, sondern ich nehme sie jetzt mal so mit und ja, können wir gleich, das finde ich auch sehr, sehr cool, im Spiel, ja guck, hier haben wir jetzt einen ordentlichen Zehner, dass man halt zweimal hintereinander direkt angreifen kann, ohne dass erstmal die Helden wieder umständlich recken, also das ist, glaube ich, damals ein echter Segen gewesen, was ein Supercell da eingeschenkt hat. Wenn auch nicht alles eher ein Segen ist, Leute, das wisst ihr seit heute, ne? Ja, seit heute kann man nicht mehr so viel looten, aber den können wir mal mitnehmen. Der macht sogar seine Helden hier perfekt. Ja. So, ich hatte, welche Truppe habe ich denn eigentlich gelevelt gehabt? Ach, ich hatte die Miner gelevelt, ne? Ja, ich hatte die Miner gelevelt. Sehr schön. So, wir gucken mal, wo wir hier rüber springen können. Ich denke mal hier vielleicht. Mal sehen, ob die Hexen, die ich da jetzt mal ein bisschen in Wut bringe, den Sprung dort wahrnehmen würden. Auch hier haben wir jetzt ja überhaupt keine. Ach doch, da hinten haben wir noch eine Queen. Okay. Da hinten haben wir noch eine Queen. Auch nicht schlecht.
die Ballons nehmen wir mal hier in Wut. Ich glaube, das lohnt sich eher. Und dann haben wir hier die Queen, die jetzt schon auf meinen King hier ballert. Nix da. Ah, der hat das gesehen. Der hat das gesehen und der hat das gespürt. Aber er ist halt der King, ne? Ganz klar, haben wir gestern Abend auch im Clankrieg gesehen, live, was der König doch für eine zentrale und wichtige Figur darstellt. Okay, jetzt haben wir unsere Angriffe hier auch gemacht. Dann kann ich gleich den nächsten Account, glaube ich, entstauben. Und dann gucken wir mal, was wir hier auch noch machen können. Also das ist so ganz normales Clash of Clans-Gelebe hier. Ah, die Miner gehen sogar noch einen weiter. Okay, brauchen, wie lange? 3 Tage. Oh, dann habe ich die. Dann habe ich die pünktlich zur Liga fertig. Sehr, sehr cool. So, mit den anderen Bauarbeitern mache ich gleich das Dorf erstmal ein bisschen hübscher. Aber sollte mal so eine Folge auf dem Dienstag sein. Bisschen Vorbereitung. Also wie gesagt, im Moment hier Totus Bande. Wir suchen und wollen auch mindestens eine 15er spielen. Letztes Mal haben wir hier eine 30er, glaube ich, gespielt. So viel sind wir am Ende geworden. Und haben allerdings noch 2 Clans zu füllen oder einen Clan zu füllen. Das ist der Clan Deutschland Ed. Hier ist im Moment nur einer drin, der hier überhaupt spielen würde. Entschuldigt, Leute. Und aber hier suchen wir 11, 12 und 13er auch mit einer nett ausgebauten Base. Also kleine Elver können ruhig in Totus Bande. Gut ausgebaute Elver können hier nach Deutschland Ed. Und Free-to-Play brauche ich erstmal niemanden, denn wir sind dort 13er und 12er und wenn die alle spielen, vielleicht muss jetzt der ein oder andere 14er noch von mir so ein bisschen untergebracht werden oder aus meinem Clans. Also ich werde mich auch über den Discord dann so hier und da anbieten, dass ich noch einen Clan vielleicht mit dem 14er suche, der irgendwo auch so Crystal-Liga, weiß ich nicht, 2 oder 1 spielt oder so. Das würde mir da ja vollkommen reichen, würde ich sagen. Okay, also nochmal Deutschland, Totus Bande, diese beiden Clans werden wir befüllen. Noch 3 Tage Zeit, ich werde es jetzt auch jeden Tag im Video sagen. Aber seit heute gibt es ja die Änderung, dass es hier für die Raid Medals nur noch einmal, also man kann nur noch einmal die Ressourcen hier kaufen. Betraf ja nicht die magischen Items hier, obwohl zu den magischen Items eigentlich auch die Schaufel gehört. Ne? Die Schaufel gehört, ist doch eigentlich auch ein magisches Item, oder? Täusche ich mich da? Ja, komm. Also sie hatten eigentlich geschrieben, betrifft nicht die magischen Gegenstände, aber trotzdem betrifft es ja doch einen magischen Gegenstand, nämlich die, ich wollte gerade sagen, die Todesschaufel. Aber die Ressourcen hier gehen im Moment nur einmal. Die konnte man ja jetzt unendlich kaufen. Ich denke mal, da dem wollte Supercell so ein bisschen den Riegel vorschieben, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass viele, viele Leute, so wie ich leider auch, was heißt leider auch, hier immer wieder gerne ins Dunkle gegriffen haben. Und das mehrmals, bis halt da unten die Medaillen auf Null waren und haben sich einfach so die dunklen Pötte hier zugemacht. Schade auch, also ich finde es doof. Ich finde es nicht in Ordnung. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr damit einverstanden seid oder eher nicht. Das war wieder ein kleiner Rückschritt von Supercell, finde ich. War unnötig. Und warum sie das auch mal gemacht haben, sie haben ja geschrieben, glaube ich, damit alle mal wieder ihren Spielspaß haben. Ich meine, ich habe meinen Spielspaß dadurch jetzt nicht gewonnen und auch nicht verloren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Wir sehen uns in weiteren Videos oder morgen zum Midclash. Bis dahin. Euer Toto. Best.